Ja, aber das hast du nicht aufgenommen. Doch. Scheiße. Das nimmt schon auf, aber ist egal. Das schneide ich raus. Ja, das sagst du immer. Moin Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen... Das ist eigentlich wie eines der allerersten Videos, ne? Ja. Ja, egal. Throwback Thursday, sagt man das so? Also, Sören hatte eine ziemlich lustige Idee. Das ist ja so, dass ich mittlerweile um die 280 Videos auf YouTube habe. Und an viele Videos erinnere ich mich gar nicht. Und als Sören so mal ein, zwei Videos genannt hatte, an die er sich zurückerinnert, war das halt echt so, dass ich mich so geschämt habe. Und ich kann mich noch daran erinnern, letzte Woche hat mich jemand angesprochen, der meinte, ey, du bist doch dieser Typ, der da im Keller dieses Kiteboard selbst gebaut hat. Und das war das Einzige, woran er sich erinnern konnte, ne? Und oh, ey, das war mir so unangenehm irgendwie. Und ja, Sören hat sich jetzt irgendwie überlegt, der hat jetzt ein paar Videos gesammelt und wir wollen jetzt mal versuchen, donnerstags so eine kleine Zeitreise zu machen und uns mal so die echt schlimmen Videos von mir anzuschauen. Und ja. Also ich glaube, diese Folge wird gar nicht so schlimm, aber wo du gerade mit Kiteboard selber bauen angefangen hast, können wir da ja mal mein Lieblingsvideo nehmen. Tatsächlich finde ich das nämlich mega gut, das Video, weil das eins der ersten Videos ist, wo du wo du vernünftig mal cinematisch quasi gearbeitet hast und vernünftige Aufnahmen gemacht hast. Schön melancholisch und schwarz-weiß das Ganze. Boah, diese krassen Vignetten. Ich habe am Anfang mit iMovie so richtig krasse Effekte, irgendwie so übertriebene Effekte teilweise halt auch, genau, irgendwie eingebaut. Genau. Und wir machen das halt auch so, damit ihr es wisst, wir haben hier einen Laptop und ich werde jetzt von Sören überrascht. Und ihr habt in der Videobeschreibung die Links zu den vollständigen Videos und die könnt ihr euch dann mal auch reinziehen einfach. Und genau, ich blende auch mal kurz was davon ein. Legen wir mal los. Also das Video heißt Kiteboard selber bauen Volume 2. Kite Buddy Rails. Endlich weiter mit dem zweiten Alaya-Kiteboard. In der letzten Folge haben wir uns mit der Konkave beschäftigt, die wir bisschen nah dran, ne? Also Gesicht in Vollmatt. Jetzt werden wir mit dem wieder die Rails bearbeiten. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Das war überraschend. Wenn ihr Fragen haben, ja, kommentiert das Video, wie immer, wenn ihr so schnell wie möglich antworten. Der Hall ist geil. Ja. Wie ihr sehen könnt, wurden die Rails schon mal grob vorgearbeitet. Und das ist auch ganz okay so. Wir werden jetzt mit dem... Was ich da schon geil finde, ist ja, dass du... Das finde ich, merkt man extrem. Am Anfang standst du immer mega steif da und hast wirklich immer direkt in die Kamera geguckt und hattest null Gestik irgendwie im Gesicht. Ja, total. Also null. Da halt auch. Und mittlerweile ist das, finde ich, echt deutlich besser. Aber das ist echt witzig, weil deine Augen gucken einfach die ganze Zeit ohne zu blinzeln, dich, ne, an. Ja. Ja. Schaut euch die Rails mal an. Die sind noch ziemlich kantig. Ihr erkennt genau an dieser Stelle eine Kante. Aber es halt genauso wie bei mir im Laden jetzt aktuell. Es ist echt grottig. Sehr, sehr grob das Ganze. Die Aufnahmen sind geil. Schaut euch das an. Am Ende, wenn wir wieder einen ganz smoothen, sanften Übergang haben von der Kante des Rails, also das bedeutet von hier bis zur Mitte hin rüber. Ihr erkennt jetzt gerade, hier ist eine Kante drin, diese wird bleiben. Diese wird wegkommen, das wird sehr angenehm. Also das war auch wirklich das allererste Video, was irgendwie so cinematisch war. Diese Kante erkennt ihr. Geht über das ganze Brett, ich glaub, ich bis nach ein bisschen vorspulen. Ja, da. Also die Musik ist aber auch geil. Geht über das ganze Brett und die geilen iMovie-Filter. Ja. Schwarz-Weiß und Vignette plus 100. Ja. Ich habe immer bei der Musik dran gedacht. Bei der Musik, das könnte auch aus so einer James Bond-Bar-Szene sein. Ja. Weißt du? So gerade Martini wird ausgeschenkt, ja, und so, ja, alles in Slow Motion. Ja, es hat auch mal einer kommentiert, es fehlt jetzt nur noch irgendwie so Badewandschaum und so Rosen, die so irgendwie verteilt werden. Ja. Man muss dazu sagen, das ist halt im Januar 2016 gedreht worden und kurz davor habe ich meine allererste Kameraausrüstung gekauft. Also sprich, ich habe die allerersten Videos, die wurden alle mit der GoPro gefilmt. Und das war jetzt die allererste Aufnahme, wo ich mir versucht habe, richtig Mühe zu geben, wo ich dann auch die Canon 80D Kamera verwendet habe und so richtig geile Aufnahmen mal machen wollte. Die gute Canon. Ja. Die gute Canon mit den Snorskites. Ja. Alles klar. Und da sind die alle verflossen. Ja. Zeitlupe. Da war auch mein Gesicht dreimal zu sehen oder sowas, ne? Also, einmal hätte gereicht.
Boah, voll ruckelig die Zeitlupe auch, ne? Noch besser ist nur noch das Video, was Ben mal von dir gemacht hat, was du irgendwann mal ins Ende von dem Video gepackt hast. Ja, mit der Dusche. Wo du unter der Dusche stehst, ja, 30 ja, Sekunden ja, lang. 30 Sekunden und ich unter der Dusche, ey. So mit Hakuk halt die Rotation. Das war so scheiße, gerade mir die Finger wehgetan. Das war richtig kalt. Das hat auch einfach überhaupt nichts mit dem Video zu tun, nee. Weißt du? Die Szene finde ich cool. Das ist die schönste Szene aus der ganzen Aufnahme. Jetzt, das könnte auch direkt auf irgendeine Website, auf irgendeine Schalter-Website. Ja, absolut. Die Aufnahme das ist aber auch geil. Das ist auch das Typische. Ich weiß nicht, ich muss mal ein Foto einblenden. Wenn man Shaper, also Surfboard-Shaper bei Google Bilder eingibt, dann kommt exakt diese, ehrlich, es kommt immer exakt diese Szene. Ja, ja. Oh ja. Voll die schlechte Zeitlupe, richtig am Rudeln, ey. Da ist das, glaube ich, mit Frames noch nicht so richtig drauf. Ja, ne? Da wusste ich nicht, wie langsam man ein Video machen kann. Aber da habe ich dann so schlecht gefilmt, dass ich ja halt selbst noch nicht mal gemerkt habe, dass es ruckelt. Sechs. Ja, sechsmal mein Gesicht, ey. Ich find's ja immer voll geil. Ich finde es ja immer so geil bei so Videos. Das sieht zwar immer voll gut aus, aber man muss sich das vorstellen, wie das aussieht, während du das filmst halt. Da stehst du in einem Keller mit dieser aufgebauten Kamera und filmst irgendwie fünfmal, wie du dann... Ja. Das ist echt gut. Ja. So, das war's, ne? Ja. Ja. Das war halt echt das erste Video, wo ich gedacht habe, ich versuche mal so richtig cinematisch was zu produzieren. Kam auch gar nicht so bei, also ich war da super stolz drauf, kam aber gar nicht bei jedem so geil an. Also das war eher so, dass die Leute sich angefangen haben, sich drüber lustig zu machen, als sie diese Aufnahmen gesehen haben. Rückwirkend mit rein, so ein bisschen kann ich es verstehen, aber es ist halt immer doof, wenn man sich so viel Mühe gibt bei so einem Video. Und, aber ich meine, du bist ja auch Ingenieur und weißt nicht, was Rohrisolierung ist, also. Ja. Ja, komm, in der Medizintechnik braucht man das halt auch nicht, ne? Okay, das nächste Video. Ja, wo wir gerade bei Hakukites waren. Als ob ich mir das ausgesucht hätte vorhin, ne? Ja. Eins meiner Lieblingsvideos bis heute. Leider das einzige. Ja, leider. Also, warte mal, bevor du auf Play drückst. Also, wir haben ja jetzt gerade gesagt, dass wir dieses Format hier öfters machen werden. Wir versprechen immer ganz viel und halten eigentlich so gut wie gar nichts ein. Genauso wie einige, die den Kanal ja seit über einem Jahr schon folgen und den abonniert haben. Ich muss hier die Sonnenbrille aufsetzen. Die kennen noch Moby Dick. Das war eigentlich so, die Idee war richtig gut. Die praktische Umsetzung hat einfach nur nicht funktioniert. Wobei man sagen muss, dass die erste Folge meiner Meinung nach immer noch das beste Video auf dem Kanal ist. Mit Abstand. Ja, nicht mit Abstand. Ja. Also das Format ist schon ganz cool, weil wir wollten halt eine Kitesurf-Nachrichten-Sportsendung, Nachrichtensendung oder Sportsendung quasi machen. Aber halt so im Entertainment-Bereich so ein bisschen. Ne? Ja, dass es schon irgendwie so ist, was einfach nicht nachrichtenmäßig langweilig ist, sondern irgendwie schon Spaß macht. Ja, hat aber in der Praxis hat es einfach. Ja. Aber irgendwann wird eine zweite Folge kommen. Es wird eine zweite Folge geben, wenn ihr gar nicht damit rechnet. Genau. Vielleicht, wenn wir die 5555 Abonnenten knacken. Vielleicht dann ja. Ja, drück mal auf Play. Sollen wir das mit Ton anmachen oder leise? Mit Ton würde ich schon durch. Moin Moin und willkommen bei Moby Dick. In dieser Folge wollen wir über die drei verschiedenen Sprungsitze. Nur mal, damit ihr es wisst, also Sören ist nur für diese Aufnahme einmal kurz in Skiurlaub gefahren und ist danach wieder zurückgekommen. Fun Fact, das weißt du ja nicht mal, ich musste diese Aufnahme tatsächlich bestimmt 20 Mal machen. Echt? Ja, meine Ex-Freundin stand ja dann unten und ich bin... Wie alt ist die eigentlich? Nee, komm, erzähl weiter. Und
Ich bin auf jeden Fall 20 Mal diesen Hügel runtergefahren, weil erst hatte sie ein Querformat gefilmt, aber ich wollte unbedingt Hochformat haben, weil ich wollte diesen richtigen scheiß MC Fitti Effekt haben, quasi in der Mitte das einmal hochkant zu haben und im Hintergrund das unscharf zu haben. Ja. Und dann bin ich irgendwie 10 Mal bin ich dabei gestürzt oder so und dann habe ich 5 Mal den Text vergessen und habe bestimmt 20 Versuche gebraucht. Für so eine richtig schlechte Aufnahme. Ja. Aber manchmal... Aber die Aufnahme war cool. Ja. Ja. Die ist auch zusammengeschnitten, das ist glaube ich kaum einem aufgefallen. Doch, mir. Also wie du, den Peak von Horse und den Sensor. Dazu kommen noch die neuesten News von Herstellern und allem drum und dran. Unter anderem die neue Matte von Norse. Nein, da war kein Schnitt. Haut rein. Das Intro war aber auch schon richtig geil, ne? Haben wir richtig Bock drauf gehabt. An dem Intro saß ich, ich glaube, locker 15 Stunden oder sowas. Ja, das glaube ich, ja. Das war so schwer, selbst gebaut. Das war so schwer, das in After Effects zu bauen. Und dann habe ich einen Song rausgesucht. Ich habe gedacht, der passt richtig geil dazu, habe alles durchgeschaut, Richtlinien akzeptiert und einen Tag später Richtlinien doch nicht akzeptiert und auf sämtlichen Handys konnte das Video, glaube ich, nicht gucken. Ne? Das war mega scheiße, wir haben hier wirklich richtig lange gebraucht. Tatsächlich, ich packe nochmal ein separates Video in die Videobeschreibung rein, wir haben extra bei mir im Keller einen Raum gebaut, um diese Aufnahmen machen zu können. Wir haben quasi ein kleines Filmstudio für uns gebaut, wo wir immer wieder zurückkommen wollten, immer das gleiche Licht drin haben und alles. Wir haben Studiobeleuchtung für 500 Euro gekauft und nur eine Folge gemacht. Also eigentlich, das war ein wirtschaftlicher Totalschaden. Ja, also das mal vorab. Das Geile ist auch, ich glaube, da sind knapp 30 Bilder drin. Es gibt auch nur 30 geile Bilder von uns beim Kiten und vom Brummerhafen. Ja, Mehr habe ich einfach nicht. Deswegen konnte das Intro nicht länger sein. Moin Moin und herzlich willkommen bei der allerersten Folge Mobby Dick mit Sören und mit mir. Und wir starten direkt durch mit den neuesten News der Branche. Viel Spaß! Viel Spaß! Der Februar startete direkt. Die Aufnahmen mussten wir über 10 Mal machen. Am Ende, wenn ihr euch Moby Dick mal zu Ende anschaut, am Ende habt ihr die Outtakes, wie wir das überhaupt nicht hinbekommen haben. Also das ist ja... Also jetzt sieht es ja wieder so aus, als wären wir gar nicht so groß im Größenunterschied. Ja, aber das sind halt 45 cm oder sowas. Und die Kamera war halt fest fixiert, damit wir halt quasi die Schnitte machen konnten. Deswegen musste der Hintergrund immer sein. Das heißt, Dorian musste auf 10 Spitzen stehen. Ich konnte mich nicht größer machen, Sirre musste sich kleiner machen. Und ich musste da in Knien rumlatschen. Das war witzig. Alter, wir haben so viele Outtakes. Wir haben so viele Outtakes. Also eigentlich müssen wir mal so ein Outro mit Outtakes machen. So, fuck, ich bin zu hoch jetzt, ne? Ach, Mann, ey. So? Ja, es ist top. Okay. Du warst noch ganz in deinem Bild. Okay, warte. Am 2.2. fand der King of the Air in Kapstadt statt. In Kapstadt statt, das ist irgendwie ein komischer Satz, oder? Ja. King of the Air in Kapstadt statt. Live in Kapstadt statt. Mann, ey, der Satz ist so scheiße. Man sieht, dass du auf Knien unterwegs bist. Ja. Auf dem ersten Foto scheint es, als wäre die Profildicke ein... Fuck it! Muss ich mein Teil jetzt auch mal sagen? Kann ich nicht einfach so stehen, weil ich mich nicht bewegt? Nein. Scheiße. The Red Bull King of the Air am 2.2. live aus Cape Town. Roomland, Kapstadt, der zuvor seine Krebstherapie erfolgreich hinter sich gebracht hat, der seine Freundin geheiratet hat, hat den 3. Platz erreicht und jeder hat... Hast du mal seine Freundin gesehen? Nee. Oder seine jetzt Frau? Nee. Die musst du dir mal angucken. Ja. Aber ehrlich. Ist sie auf Instagram? Ja. Ja. Eine Freude im Gesicht sehen können, als er das Podest betreten hat. Auf Platz 2 ein sehr guter Freund von Ruben Landon, Aaron Hedlow. Platz 1 Nick Jacobson. Über Wu und Sprungsensoren gesprochen. Als hätte ich es mir ausgesucht, gucken wir uns gleich noch ein Wu-Video an. Ja? Ja, tatsächlich. Da warst du noch fest der Meinung, dass man so einen Scheiß nicht braucht. Ja, bin ich mittlerweile auch wieder. Bin ich mittlerweile jetzt auch wieder. Ja, aber. Also das hat echt, also man muss sagen, in der ersten Generation vom Wu-Sensor, sieht man auch in dieser Moby Dick-Sendung, sage ich halt einfach, dass ich einfach Sprungsensoren einfach echt kacke finde, dass sie voll total fehl am Platz sind bei uns in unserer schönen Sportart und dass man halt echt keinen Elektrosmog an seinem Surfbrett haben sollte. Und 5 Monate später habe ich mich total gefreut, dass ich einen Wu-Sensor hatte und habe da total Spaß mit gehabt. Und mittlerweile finde ich die Dinge einfach auch schon wieder scheiße. Also ich muss mittlerweile aber auch sagen, ich hatte ja meinen verkauft. Es gab ja dieses
Woo 3.0 Angebot, wenn man einen Zweier hatte, irgendwie mit der Vororder. Ja. Aber irgendwie, ich hatte meinen dann verkauft, aber dann auch irgendwie gar keinen neuen mehr bestellt, weil, weiß ich nicht, irgendwie fehlt der Reiz so ein bisschen. Ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. Mir ist es scheißegal, wie hoch ich springe. Also, das ist... im Intro ist halt eine Musik drin und das Video, wir haben uns bei dem Video super viel Mühe gegeben bei diesem Format und dann haben wir es hochgeladen und plötzlich in den Kommentaren könnt ihr mal sehen, ey, wir können das Video nicht anschauen. Und das hängt halt mit der Musik zusammen, das Video wurde gestrikt, das bedeutet, dass es halt nicht auf allen Geräten sichtbar ist. Ja. Deswegen, also falls ihr das jetzt auch in die Links reinschauen und das nicht öffnen könnt, dann müsst ihr halt ein Gerät wechseln, das geht nicht auf allen Geräten. Also es hängt im Endeffekt damit zusammen, dass YouTube halt für bestimmte Lieder bestimmte Richtlinien hat. Und so kann man halt auch zum Beispiel das Lied kostenlos verwenden, da gibt es kein Copyright drauf, aber der Inhaber, der Rechteinhaber darf halt Werbung vor das Video schalten. Genau. Und auf manchen Endgeräten kannst du halt keine Werbung vorschalten. Und dementsprechend wird das Video auf den Geräten nicht angezeigt, weil keine Werbung geschaltet werden kann. Ganz genau. So, das ist, und tatsächlich ist das so bei den bei zwei weiteren Dänemark, beim Dänemark-Video. Ja. Ich habe so ein paar Videos, die habe ich hochgeladen und war echt der Überzeugung, das ist so der, echt ein Meilenstein und echt eins der besten Videos auf dem Kanal. Und das waren wirklich die Videos, die gesperrt worden sind. Also mega ärgerlich. Ja, muss man das Gerät wechseln. Genau. Und das ist auch in jedem Land anders. Also in Dänemark funktioniert es plötzlich und in Deutschland funktioniert es nicht auf jedem Gerät. Das ist, wo wir gerade bei Dänemark sind. Ja. Heute läuft's. Ja. Heute läuft es richtig. Das müssen wir in einem Podcast auch mal so gut machen. Mit den Übergängen. Apropos, ne? Ja. Es gibt einen neuen Podcast. Genau, es gibt einen neuen Podcast. Die muss ich nur noch hochladen, aber aufgenommen wurde die schon von uns beiden. Genau. Also ja. Sollte eventuell heute Abend, sonst morgen auf jeden Fall online sein. Genau, ja. Mein Lieblingsvideo aus Dänemark, da waren wir gar nicht dabei, glaube ich. Es gibt einfach diese eine Szene mit Dion und Steffen. Wir sind auf die Idee gekommen. Die ist so gut. Auf der Tankstelle meinst du, oder? Nee, die, wo ihr halt den Hand lauft. Ja. Wir haben jetzt gerade 22:30. Dass wir schön bei Sonnenaufgang aus Wasser gehen wollen. Das bedeutet, wir haben jetzt gerade 22:30 und wir sollten um 4 Uhr, 5 Minuten vor 4, das, wir fahren noch ein bisschen was raus. Also doch 3 Pause Uhr. Macht aber auch noch. Also mit Belt Animal. Ja, Belt Animal. Also wir werden um 4 Uhr in Kiel Sande sein und wollen bei Sonnenaufgang kiten gehen. Und ich nutze jetzt die Zeit und werde hier das Freitagsvideo an. Das Video von dem Tag, wo wir das Auto gepackt haben, werde ich jetzt hier im Auto schneiden. Und irgendwann wechseln wir uns bestimmt noch ab. Alter, ich brauche auch nie Urlaub, ey. Oh Mann, verlieren AMG. Ja. Ungelungen, exakt so hört sich das an im E-Auto. Wir sind gerade angekommen und wir haben 4 Uhr morgens. 4 Uhr? Ja, ne? 4 Uhr 12. Oh. Die Werkstatt, die ihr gerade seht, ne? Ja. Zwei Tage später stand da ein Auto von uns, weil es kaputt war. Ja. Die Idee war ja jetzt Sonnenaufgang anschauen, Händchen halten. Wollen wir dies Jahr wieder zur gleichen Zeit nach und Dänemark? Dann kalten gehen. Ja. Und Sache Nummer eins ist, wir haben festgestellt, es ist einfach null Wind aktuell. Wir müssen gucken, ob gleich überhaupt Wind ist. Mein Neoprenanzug, wie ihr das in der letzten Folge gesehen habt, ist ganz unten. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal alles rausholen, um an den Neoprenanzug Neo war ganz unten. Daran hätten wir auch vorher denken können, so ein bisschen, ne? Ich glaube aber tatsächlich, es hat irgendjemand in das Video, also unter das Video, wo ihr gepackt habt, sogar unten einen Kommentar drunter geschrieben, von wie dämlich kann man sein, die Neo ganz nach unten zu packen. Ja, das ist wirklich so. Es gibt ein Video, wie wir das Auto packen und genau das war der Fall, dass es einer kommentiert hat. Und ich habe mir noch gedacht, naja, komm. Am nächsten Tag wusste ich, was er meint. Ja, jetzt gucken wir mal, was wir an Equipment rausholen und was wir irgendwie gleich machen können. Oh, ey, wir hatten aber so einen Spielplatz dabei an Ausrüstung, ey. Kennt ihr noch den Autor vom kleinen Prinzen, Saint-Exupéry? Ich glaube, der war es, der mag... Manchmal frage ich mich auch bei dir, ob du in der Kindheit eigentlich nur irgendwie Fernsehen und sonst was geguckt hast. Wieso? Ja, weil teilweise so auch Monchichis und sowas. Auf einmal kommen irgendwelche Vergleiche, so, wo ich mir denke, Alter, da hätte ich nie dran gedacht in irgendeiner Form. Dass ich das weiß, oder was? Ja. Ja, aber Kleinen Prinzen habe ich in der Schule vorgestellt. Das war eins so der ersten Bücher, die ich mal geschenkt habe. Wenn du Leute dazu motivieren willst, ein Boot zu bauen, motiviere sie nicht dazu, ein Boot zu bauen, sondern fürs Meer. Irgendwie so ähnlich ging das Satz auch. Und das ist auch der Grund, warum... sondern fürs Meer. Aber das passte total in dem Moment. Und das ist der Grund, warum Steffen ist heiß zu kalten, warum Steffen gerade die Karre ausrollt und ich mache gar nichts. Steffen war total on fire, du musst unbedingt raus. Ich so, ja komm, du mach. Die Deutschen sind wieder los. Ja. Weißt du, was das Geile ist? Der Typ... Warte, ich mach mich schon vor. Oh, das ist so geil.
Ich glaube, die Bäckerei können wir auch jedem nur empfehlen. Ne? Ja, die Bäckerei war der Knaller. Wenn ihr in Wiedesande seid, also wenn ihr quasi aus Süden kommt, in Wiedesande reinfahrt, einmal komplett durch Wiedesande durch und kurz vorm Ende von Wiedesande ist auf der rechten Seite eine Bäckerei. Riesengroß und immer total voll. Das ist, glaube ich, mit Abstand der beste Bäcker, wo ich je war. Ja, richtig viel Süßkram. Junge, das wird ein Frühstück. Warte mal, der sieht aus wie du. Steffen, guck mal, sieht aus wie du. Ja, der sieht aus wie ich. Sieht aus wie du. Sind so auch da, ist wieder total ähnlich. Stimmt, der ist ein bisschen dicker. Das ist ein Moppelpoppel, ist das. Cheers. Wie spät war es da? 5 Uhr? Boah, das war, wir haben gerade beim Bäcker aufgemacht, es war 4 Uhr morgens. Wir waren so übermüde, weil wir die Nacht durchgemacht haben. Moin, Alter. Sagen wir eine geile Woche vor uns. Als ich das Video gesehen habe, ey, das war, oh. Ohne Wind. Und hier, das ist so krass. Da drinnen zu reiten, ey. Das wäre echt geil. Das Erlaubnis ist wieder fett. Sieht ihr nach Essen? Ja. Der Typ ist so fettig. Der Wind reicht nicht. Der Wind hätte gereicht. Ey, ich hab gerade gesagt, der Typ ist voll fertig, ne? Bock gehabt, das sag ich bis heute, ey. Als du weg warst, hab ich gesagt, du bist voll fertig. Schlafdrucken, weißt du noch, als wir im Harz waren mit Steffen und der irgendwie auf der Fahrt dahin seine 4 Energy Drinks oder was der da getrunken hat und dann da abends saß so. Ja. Genau so. Ey, war's, der Wind reicht nicht aus. Schönes Gürteltier. Schönes Gürteltier. Der hat. Ja, das ist nicht witzig. Das ist ein Insider, das bleibt unter uns. Das ist ein Insider, da sagen wir nichts zu. Ja. Ich sag nur Gürteltier. Ah. Ja, komm, aufbauen. Der bringt nichts, das ist kein Wind. Hallo. Guck dir mal, das ist gar nichts. Guck dir den Sand an. Da. Hast du das gesehen? Da hab ich gerade selber gewundert. Hast du das gesehen? Das ist kein Wind. Ich hab mich auch gewundert. Dazu müsst ihr auch wissen, Dorian ist im Urlaub. Immer der, der am längsten braucht. Wir sagen, wir wollen um 15 Uhr los und um 15 Uhr steht Dorian auf, muss erstmal seine Kamerasachen packen. Dann fällt ihm, boah, ich habe eigentlich gar keinen Bock und dann bis wir am Spot sind, ist es 16.30 Uhr. Ja. Ich hätte noch nie Sand in Luft geworfen, seitdem ich kalte. Wozu hast du denn den ganzen Leitstift? Hab ich echt noch nie gemacht. Los! Wir kalten ja auch nicht an Spots mit Sand. Ja. Also der Schirm bleibt nicht oben. Wir sind hier oben. Der Schirm bleibt nicht oben. Ist so, bleibt gar nichts oben. Wir können noch einen Kaffee trinken. Lass uns warten. Das bringt nichts. Hat sich aber auch gelohnt zu warten. Ja. Ja, wobei bei dem Licht war halt geil gewesen. Dass wir da gerne früher in die Wohnung möchten. Wegen dem Gürteltier. Können wir so viel Bälle nehmen? Wegen dem Gürteltier. Because of a Gürteltier. So. Because of the belt animal. Das ist so gut. Animal, ey, Gürteltier, geil, Mann. Ja. Ey, gut, dass wir bei die Hauptschule zu Ende gemacht haben, oder? Ja. Oh, stimmt, ich wurde in Dänemark. Warte, zieht euch mal die Dänemark-Videos rein, die ich in die Videobeschreibung reinpacke. Das ist eine ganze Serie, wo ich jeden Morgen anders geweckt wurde. Es wurde von Tag zu Tag immer schlimmer, sodass es einen Morgen gab, wo ich dann morgens vor allen anderen wach geworden bin. Ich habe ein ganz leises Knacken gehört im Haus und ich habe gedacht, Alter, wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann werde ich mit richtig Schmerzen geweckt und bin dann halt jeden Tag vor allen anderen plötzlich wach geworden. Und das ist jetzt auch geil. Richtiger Kiter. Oh, das ist auch so geil reingeschnitten. So, was macht der Wind? Und plötzlich siehst du halt wie ein Feuer zusammengeschraubt, weil man halt weiß, okay, ist kein Wind halt. Ne? Wir gehen jetzt raus. Boah, ich fand den Tag echt gut. Der Tag war so geil. Mega geil, der Geizmann. Mega geil. Wie kacke ich da noch fahr? Mit Direction. Ja, da standst du auch mal zu weit hinten. Zu weit hinten? Ja, ja, absolut. Ist das geil? Ist das man sieht ja nicht, wie die Hälfte des Boards vorne rauskommt. Ja, ja, absolut. Ich wechsle jetzt mal auf das Foilboard, das wird so nicht. Jetzt bin ich mal gespannt mit dem Foil. Nach links ist definitiv meine Schokoladenseite. Funktioniert echt besser. Finde ich auch so krass, obwohl du Rechtshänder bist, ne? Ja. Aber das ist, weil ich mit dem linken Fuß vorne fahre. Ja? Also auf dem Directional Board ist es auch so, beim Snowboard ist es auch so, linker Fuß vorne.
glaube ich, sogar weg, oder? Oh ja, geil. Oh, Alter. Das war das erste Mal, dass ich so weit gefahren bin. Die Leute, die uns hier sehen, die denken, wir kommen vorne. Ja. Auf das Schnaufen. Ja. Ich sag doch, nach links funktioniert es besser. Jetzt sind sie verwirrt. Ja. Das. Und da kannte ich viel zu doll an. Ja, genau. Und der Schirm war auch nicht. Ich meine, das mit der Schirmhöhe ist halt immer schwer zu erkennen mit der GoPro. Weil er sieht immer tiefer aus, ja. Aber in Wirklichkeit ist er recht weit oben. Ich finde aber auch den Spot bei den Bedingungen mega geil. Ja. Oh ja, yes. Moin. Aber echt nur Klatsch. Das war halt echt gefährlich. Das war gefährlich gerade. Das war echt scheiße, ja. Aber, ja, viel zu sehr angefangen halt, ne? Also ich stehe nicht aufrecht auf dem Board drauf, sondern ja. Bin zurückgelehnt. Ja, und du hast den Kite doch relativ tief, finde ich. Ja. Also trotz GoPro. Aber dafür, dass ich den Kite so scheiße lenke, bin ich echt gut gefahren. Das dürfte eigentlich gar nicht funktionieren. Das war auch so eine dumme Idee mit dem Eishub in der Welle, ey. Das war geil. Ich fand's cool. Ich hab's hingekriegt. Du hast es auch hingekriegt, einmal richtig gut. Rote Boot! Sprach der Mann mit dem roten Bart. Filmt ihr gerade? Jawohl! Ja, das ist gerade auf Aufnahme. Du bist im Video drin. Auf YouTube. Wir sind durch mit der Kite-Session und es wird Zeit für eine kleine Roomtour. Ich zeige euch mal, wo wir jetzt gerade mit mehreren Leuten am Hausen sind für eine ganze Woche. Und zwar ist es hier die komplette obere Etage. Wir müssen da unbedingt ich nehme jetzt mal mit nach ja, oben. Das war so geil. Ja, auch genau auch dahin wieder. Ja. Okay. Jo. Das war die erste Folge jetzt. Vielleicht kommen wir noch mal eine zweite Folge mit ein paar alten Erinnerungen. Ja, wir wünschen euch viel Spaß. Schaut euch mal die Videos an und kommentiert mal fleißig, wie euch die Erinnerungsvideos gefallen haben. Danke, Sören, für deine Zeit. Ne? Gerne, immer wieder.